Ich würde einfach mal sagen, ich moderiere schon mal an. Damit herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die. Freeman ist schon da. Hallo Leute. Und ja, Blutmond ist heute. Ihr seht es jetzt noch nicht. Ja, Freeman hat mir gerade zugesichert, er bringt die Ausrüstung. Die Frage ist, wollen wir uns jetzt in diesem Haus, das wir in der letzten Folge, sagen wir mal, erobert oder noch am Erobern sind, wollen wir uns da einfach drin verschanzen? In dem großen Shenway? Ja. Ne, nicht dieses Shenway, wir sind doch in dem Shotgun Messiah, dem riesigen. Kämpfen wir uns einfach bis oben hindurch und dann schauen wir mal, wenn du Munition mitbringst, dann müsste es funktionieren. Ich nehme alles mit, was wir haben. Also Schrotmunition habe ich viel gebaut, da ist ordentlich. Bring ein paar Molotow mit. Wenn das geht. Warte mal, ich kann ja welche bauen. Ja. Ach ja, richtig, ich war ja vergiftet. Beziehungsweise. Oh, da liegt eine Mine, wie schön. Soll ich mal weitergehen in das Ding oder? Kannst machen, ich baue erstmal ein paar Mollys. Ja. Das nehme ich mal. Was zur Hölle? Ey, hier ist irgendwo ein Kopf. Ich bin doch gerade erst gekommen. Ja, da kotzt ein Kopf rum. Ich sehe ihn bloß nicht. Und ein Geier kommt auch, wie schön. 48 kann ich bauen, das muss reichen. Ja, so viel brauche ich gar nicht. Ich balle jetzt mal ein bisschen rum. Mann, du Dreckvieh! Komm gleich. Was hält denn der aus? Och, es ist ja mitten in der Nacht, wie toll! Das war noch ein Zerale. Irgendwo ist ein Kopf, ich hab... Ach Gott! Gebt mir doch wenigstens ein bisschen Zeit, bis ich mich... Ich bin doch gerade erst hergekommen! Das zählt nicht. Und wo war dieser Kopf? Der hat ein paar Mal auf mich gekotzt. Keine Ahnung. Warte hier. Oh Gott sei Dank, hier ist was abgeworfen worden für mich. Das hole ich mir gleich mal. Und ich nehme noch ein bisschen Eisen mit. Also Fahrstuhl wollte ich bauen, aber irgendwie klappt das nicht mehr. Ich habe jetzt doch eine Lampe. War das mit einem Trick oder? Ja, das war eigentlich mit so Holzklappen, die du übereinander gestapelt hast. Und dann wurde sie quasi hochgedrückt auf die letzte. Ja, ich denke mal, das werden sie gefixt haben. Ja, das geht nicht mehr. Warte. Mir gefällt das gerade nicht, dass es mitten in der Nacht ist. Herrlich in der Stadt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also ich war das nicht. Definitiv nicht. Hä? Okay. Ich komme und Black Dragon stirbt, typisch. Kannst du die Freundschaftsanfrage annehmen? Martin war jetzt. Ja, ich habe doch auch gerade eine geschickt. Du hast eine Gruppeneinladung von ihm bekommen. Ach, jetzt habe ich wieder beide. Dieser Bug ist noch nicht ganz gefixt. Aber es klappt schon mal schneller wie sonst. Ja. So, also Gammelfleisch brauchen wir nicht mehr allzu viel. Dann habe ich es fast fertig. Ja, sobald... Oh nein, das ist so ein dürrer Typ. Ich hasse die. Und er hat mich gefunden. Und ich laufe eh in die falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Ich kann gerade die Blutung nicht stillen, ich muss den killen. Bring erste Hilfeverbände mit. Bring auch nicht nur Verbände, sondern auch Dings, du weißt schon. Besten. Ja, aber bloß 10 Stück, weil da haben wir nicht mehr allzu viel.
Ja, also wir brauchen auch nicht. Oh, nee, Aloe haben wir ja noch nicht so viel. Aber ich glaube. Wir haben das Feld voll. Ich baue jetzt. Ich kann jetzt welche bauen, endlich. Aber ich kann halt keine Blutentnahme-Packs machen hier. Ich weiß nicht mal, wie das jetzt gehen soll. Vielleicht fehlt uns einfach nur die Ausrüstung. Vielleicht ist die zwischendrin weggenommen worden und jetzt gibt's sie vielleicht wieder. Oder die sind wirklich selten. Es ist ja nicht so, als würden wir nicht genug Blut verlieren die ganze Zeit. Wie gesagt, ich mache uns viel Verbände, die bringen nicht so viel, aber auch gut was. Tatsächlich ist es gar nicht so effizient, Verbände mittlerweile zu machen, sondern eher die Aloe-Creme zu nehmen. Da die ja auch die Blutung stoppt, sollten wir eigentlich die Aloe-Creme machen. Gibt 5 Gesundheit, so ein Verband gibt 30. Ach echt? Das haben sie erhöht. Ja, Erste-Hilfe-Verband gibt 30 Gesundheit, Aloe 5. Oh, die hat ein Blutbeck fallen lassen. Bei Stofffetzen haben wir ja genug. Geschmiedeter Stahl und Vitamine. Das war doch mal ein nützlicher Lootback. Und jetzt gehen wir mal ganz langsam Richtung des Abwurfs. Aber zwischendrin hole ich mir noch das ganze Eisen, was hier rumliegt. Was? Das habe ich noch nicht gelernt. Was kannst du nicht? Erste Hilfe verbannt. Ich guck mal kurz, ob ich kann. Warte mal. Wie heißen die? Ach, da, Erste Hilfe verbannt. Ach, kann ich auch nicht. Und du brauchst die Wissenschaft. Dann muss ich die Kästen, die Verbandskästen mitnehmen. Geht mir ja noch. Ja. Aber kannst du Aloe-Creme machen? Kann ich machen, ja. Dann, wenn wir zu viel Aloe haben, dann nimm mit, mach Aloe-Creme. Die finde ich gar nicht so schlecht. Erhöhen diese Erste-Hilfe-Verbände auch die Maximalgesundheit? Ah, Stück für Stück. Also, ich habe ja jetzt eine Weile gespielt. Hatte ich 159 und jetzt habe ich 160 zum Beispiel. Also nee, das ist deine natürliche Regeneration. Nein, 159 maximal und jetzt habe ich 160 maximal. Ja, aber du hast auch eine ganz kleine Regeneration von der maximalen Gesundheit. Erhöht doch die maximale nicht automatisch. Doch. Haben wir mal bei 100 gestartet. Ja, nee, das meine ich. Automatisch immer höher, ich weiß aber nicht, wie das geht. Das passiert von selbst mit Levelaufstieg bei bestimmten Sachen. Ich bin zum Beispiel aktuell bei 140. Ne, ich glaube, ich bin auch bei höher. Wenn du gewisse Sachen skillst, erhöht sich das. Ich meine aber, du kannst ja deine maximale Gesundheit auch durch Verletzungen verlieren. Ja, da nehme ich normale Verbände, um das aufzufüllen. Weil die Aloe-Creme erhöht nämlich auch 5 von der maximalen. Maximale Gesundheit 90. Erhöht das? Ja, das ist aber der Differenzwert. Wenn du jetzt 160 haben könntest, der ist aber schon abgefallen auf 140, wenn dieser Balken, dieser graue zurückgeht, dass die das wieder auffüllt. Ja. Aber wie die allgemein den Wert auffüllen, das verstehe ich nicht. Das hat tatsächlich was mit deiner Skillung zu tun. Oh nein, hier ist schon wieder ein Kopf. Ach, da ist er. Ich brauche einen. Oh. Es ist so gemein, wenn hier plötzlich immer das Zeug rumfliegt. So reibe ich mich mal ein mit dem Zeug. Und gleich nochmal. Ja, runter. Die Kram dabei. Aber ich finde, die Aloe-Creme hat jetzt viel mehr Wert. Zu früher. Also, dass du sie herstellst. Ja, das Blutung stoppt, finde ich jetzt gut, ja. Ja. Rausnehmen wir diesen Erste-Hilfe-Kasten nehmen. Na, du kannst auch einen Verband nehmen, der stoppt auch Blutung. Normaler. Aber die Werte, also allgemein, das Zeug ist viel besser jetzt. Ich meine, Erste-Hilfe-Kasten ist gut, aber das Zeug reicht eigentlich auch, wenn nicht wirklich eine kritische Situation ist. Wenn es Tag ist, gehe ich nochmal in dieses Gebäude, ja? Ja. Aber ich weiß. Also wie gesagt, ich bringe jetzt viel Schrotmuni mit, da haben wir am meisten gerade. Ja. Die Schrotmuni bringt uns ganz viel, wenn wir oben auf dem Dach stehen und dann runterschießen. Mach auch gleich nochmal neu. Obwohl, ich nehme mal die 7-6 mit, ja. Du hast wahrscheinlich das Papier mitgenommen, größtenteils, oder? Ja. Gut so. Weil ich will ja gerade die Muni machen. Oh, ich habe eine Compound-Armbrust irgendwo hinterlegt.
Und vielleicht kannst du auch Armbrustbolzen mitnehmen, weil da kann man die ganze Zeit runterschießen. Aber ich habe ja doch das ganze Metall weggenommen. Also Metall liegt hier unglaublich viel rum. Hat das jetzt ein Gyrokopter rein. Ja, tu das. Wo hast du denn da? Ah ja, ich sehe, du hast auf jeden Fall was mitgenommen. Ach, was ging, habe ich gleich mit. Ja, ja. Bauplan Raketenwerfer kannst du schon, oder? Müsste ich können, ja. Dann lerne ich das. Oh, eine Bleibatterie. Geschmiedeter Stahl. Gar nicht schlecht. Und die Vitamine braucht jetzt eh kein Schwein mehr. Die Antibiotika behalte ich mal. Also Bolzen, Molotows und sowas. Und ich gehe jetzt mal wieder rein. Ich glaube wirklich, dass Metall hier respawnt. Also Eisenbolzen für... Ja, einfach nur Armbrustbolzen, egal was wir da haben. Armbrust hattest du? Ne, die habe ich gerade nicht mehr dabei. Die habe ich zu Hause gelassen, weil ich eh keine Bolzen dabei hatte. Bringst du dir mit? Okay, es war, glaube ich, eine Level 5er. Eine Frage, müssen wir die Kisten ausräumen, wenn Blutmond ist? Die zerstören sie nicht gezielt, oder? Aber alles, was denen im Weg steht, zerstören die halt. Soll man die Kisten ausräumen? Unten die... Nein, den tun sie nichts. Können die ja drüber laufen. Okay. Batterien kann man ja direkt einschmelzen, wenn ich mich recht entsinne. Stahlstiefel. Eisenspitzhacke. So viel Müll. Habe ich eigentlich noch was zu essen? Ach ja, viermal. Okay, ich gehe jetzt, rein. Bin gespannt, wie das Ding dann später aussieht. Die SM-Korb. Das ist gut, die Zombies sind nicht wieder da, das freut mich schon mal. Ich habe keine Zweifel, dass ich das wieder schaffen. Ich wollte ihnen eigentlich nur eine Möglichkeit geben, dass er sich auch ein bisschen mehr schützen kann. Wenn er nicht möchte. Ja. Okay. Wie er möchte. Ich muss mal kurz gucken. Hatte ich jetzt... geil. Eiserne Armbrust Level 2 habe ich jetzt gefunden. Ich kann endlich die Standhaftigkeit auf Maximum machen. Als nächstes kann ich also Botaniker. Dann kann ich mutierte Samen herstellen. Dann fehlt uns bloß noch das Rezept. Also wenn wir ein Rezept für mutierte Samen irgendwo sehen, egal wie, kaufen oder holen, hat für mich jetzt oberste Priorität tatsächlich mit. Ja, das kriegst du auch gleich dann. Ich glaube, du musst auch nicht auf Standhaftigkeit Maximum gehen, oder? Irgendwas hatte ich, was ich wollte. Auf jeden Fall diesen Skullcrusher mit Knüppeln hier mehr Schaden ja. Alles machen. Das ist für mich oberste Priorität. Ja, und da ich eh der Farmmitarbeiter bin... Und ich brauch's ja eigentlich nur, um die Saat herzustellen. Wenn wir die Saat haben, dann geht's ja. Wenn wir die Saat irgendwo finden würden, wäre es auch nicht schlecht. Ach, ist da Papier in diesen Vorräten so ein Scheiß. Zement! Juhu! Muss ich eigentlich weiter Papier und Plastikteile sammeln? Ja, oder? Aber Papier machen wir aus den Papierfabriken raus. Aber, Sag mal, wir haben erstmal genug. Also wie steht's mit Styropor? Da haben wir 1400. Ich denke, da komme ich auch erstmal eine Weile mit hin. Ich kann hier Sand sammeln, aber da kommt kaum was raus aus diesen Sandsäcken.
Okay. Knacken wir mal das Schloss. Und als nächstes gehe ich jetzt, wenn ich das dann habe, auf sowas wie Schmerztoleranz und. Schmerztoleranz wäre auch nicht schlecht. Wie viele Dietriche habe ich? Zwei Stück. Das könnte sein, dass ich es noch schaffe. Könnte aber auch sein, dass es schief geht. Und das wird schief gehen. Ich sehe es jetzt schon. Manchmal kommst du extrem weit mit diesen Dietrichen. Ja, ich fühle mich wie ein Gothic. Naja, bis du da bist, habe ich das bestimmt aufgeknackt. Bin auf dem Weg. Ja. Fliegst du wieder? Ja. Stell den Gyrokopter aber am besten ein Stück weg vom Haus, nicht dass sie den angreifen. Ich glaube, da passiert nichts, wenn du nicht drauf bist. Oh, okay. Im Gegenteil, wenn die dagegen rennen, dann fallen die komischerweise um und kriegen Schaden. Ah. Das ist beim Motorrad so. Dann sollten wir ganz viele Motorräder und Gyrokopter bei uns um die Verteidigung stellen, oder? Eher Motorräder, da klappt's immer. Selbst beim Fahrrad. Hörst du bloß noch rennen, auf einmal fallen sie hin. Oder du baust einfach einen tiefen Graben, stellst da alles mit Fahrrädern runter, dann springst, dann fallen sie ja da rein und fliegen die ganze Zeit nur noch hin. Bei dem Bug am Anfang geil, wenn du aufs Fahrrad drückst, ist noch immer bis zu 20 Meter hochgeflogen. Ja, der war lustig. Ich fand den lustig. Weißt du, was lustig ist? Bei dir ist Scheißwetter, bei mir ist Scheißwetter und in der Serie Lost in Space habe ich jetzt die zweite Folge gesehen, da war auch Scheißwetter. Okay. Da war richtig Scheißwetter, da kamen Steine vom Himmel. Für mich sah das aus wie Basalt. So schlimm ist ja nicht, aber es nervt schon. Ich wollte eigentlich draußen was machen. Ja, du willst immer draußen was machen. Ich will eigentlich nicht draußen was machen, aber ich sollte mehr. Naja, egal. Nutzen wir den Tag andersweitig. Ja. Ich nehme gern mit dir auf. Ach komm schon. Ich habe ja noch eine Quest auf dem Weg gehabt. Oh, lass mich kurz nachladen, lass mich nachladen. Du Arsch. Kann dir nicht helfen, stirb jetzt nicht. Nicht du. Okay. Habe ich jetzt gerade zwei mit einmal erschossen. Interessant. Ich finde nur, meine Selbstheilung ist halt echt scheiße. Das dauert viel zu lange. Da glaube ich auch schon drei Level, aber bis hier mal ein Lebenspunkt dazu kommt, ist hopp. Ja, du kriegst halt viel zu viel Schaden. Du kriegst halt richtig schnell Schaden. Ich bin auch auf Level 3. Also als nächstes mache ich auf jeden Fall, wenn ich das Botaniker habe, mache ich Schmerztoleranz, damit ich nicht mehr gestunt werden kann. Und dann gehe ich auf Heilfaktor. Und zum Schluss bist du bei... Alle 4 Sekunden ein Punkt. Dann wird's cool. Muss ich sagen. Ich wollte ja eigentlich mal die Schwierigkeit erhöhen, wenn wir besser sind, aber so viel Schaden, wie die jetzt schon machen, ist ja Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Ja, bei der höchsten Schwierigkeit bist du ja mit 2 Schlägen tot bei einem Verstrahlten. Klingt aber nicht nett. Ja, deswegen. Da lasse ich das lieber auch. Klingt mal. Auch nicht nach Spaß. Weil dann, wenn man sich das Spiel durchquält, ist das auch nicht mehr schön. Ja. Aber wir sterben so schon genug. Finde ich auch, vor allem ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich krieg viel häufiger auf die Fresse als du. Was? Die meisten rennen doch auf mich los. Das stimmt, aber ich krieg irgendwie mehr auf die Fresse, weil ich schlechter bin im Spiel. Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Du bist eigentlich vorsichtiger wie ich. Ja, vielleicht ist auch das. So, also der Gyrokopter steht hier drüben vorm Armeelager. Wenn du Muni oder so brauchst. Pass auf, das sind Minen. Aufpassen, hier an den Bäumen hier vorm Haus ist auch einer. Fast draufgetreten. Ja, ich habe die vorhin aber auch gesehen. Ach so! Richtig hier. Ah, es gibt hier eine Abkürzung. Komm einfach die Treppe hoch.
Die Treppe, die wir das letzte Mal gefunden haben, die habe ich ganz vergessen, da hätte ich ja schneller hochgehen können. Bis in Level 3 und dann musste ich wieder den Umweg nehmen. Ich erinnere mich noch hier dran. Hier waren auch Gegner. Lad nur schnell ein bisschen was um. Ja, ich sehe gerade. Übrigens, wo wir gestern waren, habe ich gesehen, ist eine gute Nitrat- und Eisenmine. Da werde ich demnächst mal buddeln, dass wir nicht immer die Löcher vor der Tür haben. Wo wir gestern waren? Wir waren an vielen Stellen. Ah, in dem großen hier, Shenley. Ah, okay. Du hast recht, diese brennenden Zombies können brennen. Ironie. Die halten aber auch nicht so viel aus, habe ich das Gefühl. Komm jetzt rein. Aha. Scheiße. Das ist aber gar nicht gut. da möchte ich eigentlich nicht runterfallen. Okay. Ja, machen wir es halt so. Die zweite... Ach du Scheiße. Das ist ja echt nett. Ich höre dich schon mal. Ja. Pass auf, an der einen Stelle kann man runterfallen. Bin unten. Das, du kannst in den zweiten Stock fallen und da fällt es halt direkt in die Bauarbeiter. Ah, ich weiß, du bist gleich bei mir. Ich bin noch unten. Lauf einfach die Treppe in den dritten Stock. Ich bin ja hinten. Hab mich verlaufen. Echt? Du schaffst das schon. Blutmond, ich bin immer noch im Erdgeschoss. Ist nicht unbedingt das Problem, du musst dich halt nur irgendwie verschwänzen. Ich muss sagen, der Holzknüppel ist gar nicht so schlecht auf Holz. Alter Baseballschläger. Ja, der ist relativ gut. Geh jetzt da hoch, wo wir gestern aufgehört haben, hier bei dem Pantherglas da hinten. Aha. Hallo. Ich höre dich immer. Und Zerale. Nicht kauern, du blöder Arsch! Ah, ist runtergefallen, wie schön. Ah, ich hasse das, wenn du außerdem auf Steuerung kommst. Ja. Ah. Du musst aber wirklich auf Steuerung drücken, sonst kannst du es vergessen. Okay, die ist runtergefallen. Pass auf, ich habe ja an einer Stelle mit Holzblöcken gearbeitet, da solltest du echt nicht runterfallen. Ja. Da sind brennende unten und diese anders brennenden. Du weißt schon, was ich meine. Ah, ja. So, was haben wir hier? Ödlandschätze, Band 7. Ich glaube, den habe ich schon. Ja, habe ich. Wir sollten auf jeden Fall bis heute Abend weiter sein. Gut, die haben Wegfindungsstörung da unten. Ach, geil. Ich kann ja sogar Stofffetzen aus Pflanzenfasern machen. Ach, das ist neu. Ja. Dann haben die Pflanzenfasern tatsächlich endlich mal richtig Sinn, oder? Ja, das lernst du durch diese Ödlandschätze. Jetzt kriege ich das erstmal richtig mit. Warte mal, was können wir... Dünnere Särge für Knochen, Schmuck und wertvolle Edelsteine. Oh, das ist gut. Also Band 2 brauche ich unbedingt noch. Dann kann ich in die Särge gucken. Ich hätte gern alle. Alle Bände. Weil da ist halt wirklich so toll. Band 5 ist auch gut. Kannst du die Türknauf, den Türknauf von den Türen endlich sammeln. Und schau mal, was du kriegst, wenn du alle Bände gesammelt hast. Da kriegst du immer sowas ganz Besonderes. War dann unten. Mhm. Also immer, wenn du alle... Wenn ich fertig bin, dann kann ich Militärfasern aus Barackenstühlen und Militärlaufern sammeln. Mhm. Gut, Militärwesten sind eh die besten. Mann, der Sturm hört gar nicht auf hier. Gut. Wird das echt gut. Ah, du musst halt erstmal alle Bücher finden. Mir fehlen gar nicht mehr viel. Echt? Ich habe noch, glaube ich, nicht so viele Bücher gefunden. Aber das Schlimmste ist ja, je mehr du hast, umso schwerer ist es, die zu bekommen. Ja,
Ich hab's im Project Zomboid gemerkt, ich hab zwei Meisterbücher gesucht. Selbst Holzflinten-Messias. Eine brauche ich noch. Oh! Da hat sich plötzlich ein Schatz geöffnet für mich. Einmal Dosennudeln. Der Tag ist gerettet. Sammelst du hier gerade irgendwo eigentlich? Oh, hey, Sister. Wenn du im zweiten Stock bist, da sind echt viele. Im zweiten Stock? Ja, hinter der einen Tür. Weil das ist eine Stelle, an der man eigentlich runterfällt, direkt in Leute, da sind Brände drin, pass auf. Die habe ich ja aus dem runtergeschmissen, beziehungsweise war es mir egal, ich wollte halt einfach nicht mehr hier haben. Brauchst du Hilfe? Nö, ich muss mir nur einen Weg bahnen. Stacheldraht im Weg. Das Gute ist, es gibt wirklich keinen direkten Weg zu uns, wenn wir hier oben sind. Weil du musst an einer Stelle springen, das heißt, die müssen sich irgendwie zu uns durchschlagen. Ich bin jetzt hier in diesem Fabrikraum, sag ich mal. Diesem großen? Ja. Drittes Stockwerk oder zweites? Zweites. Ja, da musst du aufpassen. Das Gute ist, ich heile in der Zeit hier ein bisschen. Mann, das dauert ewig, bis man diese ganzen Dinger hier auseinandergenommen hat. Ich bin gerade im Kontrollraum. Stopp. Uch, du Scheiße. Du bist im Raum 2, stimmt's? Schaffst du's? Ich hab ne Panzertür zum Glück. Aber auch die hält nicht ewig. So, die verschafft dir ordentlich Zeit. Ah, Hilfe, Hilfe! Ich komme. Bist nicht hier. Ach, du Scheiße. Warte, warte, warte. Nee, warte mal, du bist irgendwo da hinten. Ich hab keine Ahnung, wo du gerade bist. Irgend so in einem Trichter oder sowas. Warte mal, bist du etwas. Ich weiß, du bist auf der anderen Seite hochgelaufen, glaube ich. Ja. Du bist schon weiter als ich. Warte, 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 ich komme. Ich hab's, alles gut. Ne, ich bin hier falsch, fällt mir gerade auf. Überhaupt. Ah, okay. Ne, ich bin nicht mal falsch gelaufen. Oh, interessant. Ich wusste gar nicht mehr, dass das hier eine Sackgasse ist. Eieieiei. Dann zerlege ich ja trotzdem weiter erstmal. Bringt haufenweise Metall und Elektroteile. Du sorgst für zusätzliche Erfahrung des Levels. Hört nicht auf. Jetzt. Das ist so viel Zeug jetzt zum Abbauen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass ich das geskillt hätte für den Schraubenschlüssel. Glaube ich ja. Weil doppelt so viel Schaden und doppelt so viel rauskriegen, lohnt sich dann, glaube ich, wenn man ganz viel davon hat. Ich glaube, du bist eins über mir. Glaube ich auch. Ich mach so. Ich zerleg das jetzt trotzdem erstmal. Wir brauchen erstens Metall und wir brauchen auch das Elektrozeug, nicht wahr? Ja. Bin nochmal gespannt auf die Ausbeute. Ich sag dir dann gleich, wie viel ich hab. Ich verbrauche aber auch nicht immer Ausdauer, fällt mir gerade so auf. Was soll denn das sein? Du musst so über 2 Minuten. Okay, ich bin gerade bei 125 mal elektrische Teile. Eins tiefer sein wie ich. Ah, okay. Nee, ich komm dann, ich bin ja gleich fertig. Naja, gleich ist relativ, aber ich weiß. Also ich wenn ich hier fertig bin, wahrscheinlich über 150 mal elektrische Teile. Ich glaube, das reicht dann, oder? Oder braucht man so extrem viel davon? Wo kommt denn die alle her? Sind's Bauarbeiter-Fuzzis? Nein, alles mögliche, Junge. Aber ich vermute, ich weiß, wo du bist. Bin da, wo wir gestern in das Panzerglasfenster zum Schluss rein sind. Da die Rampe hoch bin ich. Ja, da bin ich auch.
dann nach links und dann bin ich halt die Treppe hoch. Durchs Treppenhaus. Und du bist wahrscheinlich durch die Tür im zweiten Stock. Denn da sind mir welche runtergefallen. Wenn die Treppe hochläuft, kommst du zu mir. Ja, ich hab dich schon gesehen. Aber ich bin hier eh gleich durch. Und ich kann hier nicht weiter. Wir mussten, glaube ich, einen Stockwerk tiefer weiter. Das ist gut. Nee, ich hab dich alles gut. Hallo. Hi. Oh, das war anstrengend. Ja, das hier abzubauen ist auch ganz schön anstrengend auf Dauer. Ich habe leider meine Wrench vergessen. Das macht nichts. Also, ich bin hier fast durch. Bin mal gespannt, wie viel es dann letzten Endes sind an Elektroteilen. Ich muss dann erstmal was essen. Bei mir geht's noch. Dort geht's aber nicht weiter, oder? Nö, hier hinten ist Ende. Ja, genau. Oder? Nee, da geht's nicht weiter. Nee, ist Schluss. Dann müssen wir vielleicht doch eins runter und dann hinter. Weil es war irgendwo, wir mussten irgendwie in diesen Verbrennungsofen hier, da dieses SM, genau, wir müssen eins tiefer. Da musst du durch. Oh, wo kommt die denn her? War hier gerade jemand? Wo kommt die denn her? Arale vor allem. Hä? Warte mal, geht's hier außen lang? Ah! Dich erschieße ich mal jetzt. Da ist ja noch einer. Au! Warum ich? Weil du es verdient hast. Ich muss mal kurz was essen. Oh nee, mir ist übel. Ey. Lebensmittelvergiftung, verhungern. Was soll das? Au. Blöde Scheiße, ich hab da echt Pech damit. Ich hab eine 4% Chance und hab ständig eine Lebensmittelvergiftung. Kann ich auch gleich das dritte essen. Die Dosennudeln hau ich mir auch gleich rein. Kommt ja jetzt auch nicht mehr drauf an. Ach, blöde Scheiße, die ist übel. Ey, der ist weg. Egal. Hier hinten kann man anscheinend auch bleiben. Die Tiere möglichst nicht mit der Schrot erschießen. Dann sind die komischerweise weg. Scheint ein neuer Bug zu sein. Oh, okay. Ah, schön. Das hat sich gelohnt. Jetzt bin ich in dem Raum hier. Ja, das ist gut. Okay. Dann müssen wir einen Stockwerk tiefer. Okay, fall nicht runter. Da sind nämlich ziemlich viele Village People. Ich erinnere mich noch dran an diesen Schmelzraum. Hey, hier drin, da können wir uns verstecken. Nein, schlechte Idee. Lauf. Ja, jetzt geh auf mich los. Oh, das war gar nicht so übel. Wenn die einzeln kommen, ist es kein Problem. Zumindest wenn man zu zweit ist. Pass auf, da sind etliche. Keiner. Echt nicht? Keiner. Ah, ich kann schimmeliges Brot aus dem alten Sham-Sandwich machen. Gut für Antibiotika, glaube ich. Ja, genau. Das ist neu. Ich habe 158 elektrische Teile gesammelt. Ah, das sollte dann wirklich erstmal reichen. Das kann ich nicht aufhören. Brauchst, sag, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das sind normale. Ja. Servus. Das war der falsche. Wie du? Der ist doch nicht mal aufgestanden und greift mich an. Der liegt am Boden und schlägt mich. Was soll der Scheiß? Was soll das? Hilf mir mal kurz, ich sterbe gleich. Ich kann nicht! Oh, Scheiße! Entschuldigung. Hä, was ist denn das für ein Scheißbug? Der liegt am Boden! Jetzt. Ja? Das sah cool aus, wie du den hinterhergeschliffen hast. Oh, wie blöd ist das denn? Sorry, aber ich hab dich jetzt nicht getötet. Ich brenn immer noch. Was? Okay, jetzt nicht mehr. Ich hab grad noch gebrannt. Das sah lustig aus, der hat mit seinem Fuß an deinem Fuß festgehangen und du hast ihn hinterhergezogen. Bei mir nicht. Das war ein echt beschissener Bug, muss ich sagen. Ja, das war auf dem Bug. Aber den habe ich auch noch nie gesehen. Dass die auf dem Boden rumgeglitscht sind, das haben wir schon gehabt, aber nicht so. Ich muss es wirklich aufnehmen, dass du das mal aus einer anderen Perspektive siehst, ey.
Sag ich dir doch, sag ich schon die ganze Zeit, aber ich glaube, jetzt mittendrin beim Let's Play anfangen ist scheiße. Ja, das stimmt. Ich nehme das jetzt trotzdem noch ein bisschen auseinander. Schadet bestimmt nicht, wenn wir noch mehr davon haben. Davon kann man nie zu viel haben. Oh, ich bin infiziert. Warte, ich habe Antibiotika. Was passiert eigentlich, wenn du die Infektion voll hast? Bist du da einfach nur tot oder hast du zwischendrin noch irgendwelche schlimmen Sachen? Ich glaube, du stirbst dann einfach. Also ich habe es noch nie so weit kommen lassen. Wenn du da reingehst, pass auf. Du weißt, was passiert. Oh, doch. Ich kümmere mich drum. Okay, ich geh mal kurz weg, sonst schlagen wir uns wieder gegenseitig. Warte, wir können auch Ablöse. Ah! Ablöse. Du brennst. Ja, ich merke. Ich will dir mal einen Pilz lassen. Die sind ja echt nicht so stark, finde ich. Mit der leichtesten geworden mittlerweile. Ja, die waren früh, also ich weiß noch, die waren ach, richtig übel. Die standen hier oben drauf. Ja, hier übrigens Kohle auf dem Boden. Ah, die brauchen wir ja nicht, oder? Guck mal, ich glaube, das so. Ja, das ist auch Kohle. Das meine ich doch, ja. Die brauchen wir. Es ist so viel auf jeden Fall, die nehmen wir mit. Hast du noch was zu essen? Au! Ich hab noch zwei Wildbret. Okay, naja, noch geht's bei mir. Sag Bescheid, ich geb dir eine. Diese scheiß Lebensmittelvergiftung, die ich ständig habe, weil da hast du sofort kein Essen mehr. Bist du sofort am Verhungern, das ist voll nervig. Vielleicht finden wir auch noch was. Das. Kommt echt gut Kohle zusammen. Wegen, ich habe ja schon weit über 1000 wieder. Ja, okay, du bist auch deutlich schneller als ich. Ich habe gerade mal 200 gesammelt. Komm ja auch mehr Loot raus. Und du baust schneller ab. Ja. Hä? Er hat irgendwas 2500 Leben? Ja, der Boden. Den, ich schlag da auf dich eindeutig auf den. Ja, hatte ich auch gerade, da war ein Papierstück im Weg. Interessanter Bug. Ich treffe tatsächlich den Boden, glaube ich. Ich sehe schon kommt, dass wir dann hier durchfallen. Hä? Naja, die materialisiert sich da unten wieder. Da gibt mir gleich die Kohle. Warte. Da hast du schon mal einen Platz mehr. Ah, hier ist noch mehr, warte. Keine mehr. Kohle, Stein, Kohle, Sand. Wenn wir es nicht brauchen, dann ist es Stein und Sand. Ah ja, ich dachte nur. Holz brauchen wir auch nicht. Herausforderung brauche ich auch nicht. Was brauchen wir nicht? Holz, Herausforderung, so ein Mist brauchen wir auch nicht. Holz nehme ich. Der liegt hier unten. Hey, Black Dragon ist doch da. Ja. Du bist nichts Besonderes. Story of my life. Ah, 600 Steine, ja, die nehme ich doch mit. Ah!
Au! Mann, wieso brenne ich ständig? Du hast mich auch angezündet. Oh, verdammt! Lauf, 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 lauf! Ey, du hast die Tür zugemacht! Hab ich nicht? War offen! Bei mir war die. Ach nee, das hat bloß eine Entschuldigung. Ich dachte gerade, dass die Tür zugemacht. Also, wenn ich dir mal aus Versehen einen Frame im Weg setze, dann mach die Tür nicht zu. Wir werden von hinten angegriffen. Hau ich kaputt? Ja, du hast mich kaputt. Nein. Jetzt. Du hast mich schon wieder getroffen. Oh, mit diesen Schlägen zur Seite erwischst du mich auf jeden Fall mit. Hast du das platziert? Ach nee, ist bloß. Und mehr Zement für mich. Kohle, wie toll. Antibiotika, wie toll. Ja. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Ah, sei froh, dass das. Also Papier brauchen wir nicht mehr, hast du gesagt. Sammel mal bitte von den Schreibtischen diese Messinglampen. Die mach ich doch. Abbauen, bitte. Da kommen elektrische Teile raus. Boah, ich bin schon wieder voll. Ich hab noch Platz. Schießt du oder ist das Black Dragon? Ich hab jetzt nicht geschossen. Dann ist das Black Dragon. Rad brauchen wir auch nicht, das kannst du hier lassen. Was, ein Rad? Nitrat. Nitrat, okay. Dann hacke ich mich mal hier durch. Oha! Lauf, 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 lauf! Oh. Dann. Das ist normale. Ja, ich dachte gerade, das sind Zerale. Du rechts, ich links. Und eine Spinne. Er rennt, er rennt. Oh Mann, ich schlag durch die Viecher durch. Oh, er springt, er springt. Mach das nicht genießen. Okay, ich glaube, die Spinnen halten aber auch nicht so viel aus. Oh, cool. Ja. Mach bitte den Rest auf, wenn es geht. Ja, ja. Ach, zum Schluss kommt Messing. Ich gehe mich erstmal ausleeren hier, sonst wird das nichts. Wollen wir hier dann hochgehen oder ich gehe mal durch die. Ja, wie gesagt, eher aber erstmal leer machen. Ich gehe erstmal durch das Fenster hier.